Herzlich willkommen zurück zu den Smash Tutorials hier bei Super Smash Bros. Ultimate. Heute geht es um Lucas. Ja, damit wir den Jungen auch noch abgeklappert haben. Manche sagen ja, der ist ja wie Ness. Ist ja ein Echo weiter zu Ness. Dabei spielen die sich komplett anders. Während Ness eher nach Openings sucht und dann aggressiv reingeht mit seinen Kombos, ist Lucas eher so, der einen auf Distanz hält. Und wenn er reingeht, halt heftig zuschlägt. Mit diversen Spikes und so weiter und so fort. Weil die Back-Air, wenn die trifft und dann sein Combo-Game startet, dann wird es eben halt interessant. Sowas hatten wir es eben halt gar nicht. Hier Down-Air und Back-Air, das sind halt interessante Spikes und Multi-Hit-Moves. Wo hat denn Ness sowas, wenn ich fragen darf? Ja, ich verstehe gar nicht, warum manche die immer so vergleichen. Während Lucas und Ness dann doch so verschiedene Chars sind. Die kommen ja nicht mal aus dem gleichen Spiel. Das ist ein komplett anderes Spiel. In dem Spiel, wo Lucas vorkommt, kommt Ness nicht mal vor. Aber gut, das mal vorab. Das geht mir nicht tierisch auf den Sack, wenn das einer sagt. Deswegen. Ja, Lucas ist gebannt auf dem Turnier, ne? Das ist auch so ein Meme. Dabei ist Lucas gar nicht so overpowered. Er ist eher so mit hier. Und Ness ist tausendmal besser eigentlich als Lucas in diesem Game. Weil man ihn einige Kombos aus Smash 4 genommen hat. Aber gut, erstmal Movement-Analyse. Run Speed ist eigentlich ziemlich gut. Bisschen schneller als Ness auch, wie ihr sehen könnt. Bisschen fixer unterwegs, als eilig. Dash Dance sieht sehr interessant aus. Schneller, kurzer Dash. Wirklich nicht schlecht. Kann man auch eben halt nach Openings suchen und dann mit einem Downtilt starten. Downtilt ist echt amazing von Lucas, wie ihr sehen könnt. Da zweimal ein Downtilt. Kombo gestartet schon, ist er bei 50. Ist echt geil, ne? Aber gut, das erstmal zum Movement. In Luft verhält er sich eigentlich ganz normal. Nichts Besonderes. Und dann, wenn er den zweiten Jump benutzt, dann gewinnt er halt richtig krass an Höhe, weil er da auch beim Sprung Psi nutzt. Das hatten wir ja schon bei Ness. Der zweite Sprung ist auch bei Lucas eben halt so, dass er eben halt nochmal extra Höhe gewinnt. Das ist halt auch gut zu wissen. Gut. Sein Grab ist ein bisschen anders, weil auch er eben halt so ein Tether-Grab hat. Was eben halt dann wieder sein Grab-Game ein bisschen anders macht. Normale Grab kommt ziemlich schnell raus. Ich finde, die Schlange ist extrem schnell in diesem Game. Guck, wie schnell der Grab rauskommt. Das ist schon amazing. Pivot-Grab auch extrem schnell. Nur beim Dash-Grab gibt es halt wieder so ein paar Problemchen. Aber wenn man den whifft, ihr seht es, ich jabbe so schnell, wie ich kann. Das hat halt übelst einen Lag, wird hart gepunished. Also Dash-Grab muss man mit aufpassen. Wenn man Standing-Grab whifft, dann kann das natürlich auch gepunished werden, wie es halt üblich so ist bei diesen Tether-Grabs. Aber, ja, man kann eben halt viel schneller jabben, als zum Beispiel, wenn ich jetzt hier Dash-Grab whiffe, ne? Wie ihr sehen könnt. Ja, kommen wir jetzt zuallererst zur Dash-Attack. Die Dash-Attack von Lucas ist eigentlich nur ein Landing-Punish oder ein Whiff-Punish, denn die so im Neutral rauszuhauen ist viel zu risky, weil ihr seht, die hat einen gewissen End-Lag. Er ist nicht mehr so heftig wie in Smash 4, aber kann immer noch hart gepunished werden. Somit benutzt die Dash-Attack wirklich nur mit Bedacht und haut die nicht einfach so Brain-Dead raus. Die Dash-Attack von Lucas, wie ihr sehen könnt, hat ja vor ihm so eine große Psi-Hitbox. Und wenn man damit trifft, dann hat man den Sweet Spot getroffen. Der macht 15,6 Schaden. Allerdings ganz nah am Gegner trifft, dann hat man den Sour Spot mit 10,8 Schaden. Der Sweet Spot hat keine Follow-Up-Möglichkeiten. Schleudert den Gegner weg und killt bei hohen Prozenten. Während der Sour Spot diverse Kombo-Möglichkeiten hat. Sour Spot Up-Air oder Up-Tilts. Aber höhere Prozenten kann man Up-Airs bekommen. Anfang geht Up-Tilt und dann Up-Air. Oder Fair. Und dann Up-Tilt und dann Up-Air. Oder Schlange. Down-Tilt, Down-Tilt, F-Tilt. Oder auch Fair und dann Down-Tilt, Down-Tilt, F-Tilt. Das sind so die Follow-Up-Möglichkeiten, die ich kenne. Das ist ganz nice. Ach ja, und Neutral Air geht natürlich auch noch. Das sollte man nicht vergessen. Also, Weak Dash Tech, Neutral Air. Dann kann man eben halt versuchen, noch eine weitere Dash Tech zu kriegen. 36,6% diese Kombo. Also, man hat einige Follow-Möglichkeiten. Das Problem ist nur, man kriegt die Weak Dash Tech im Neutral Air nicht. Nur wenn man eben halt was punished. Oder muss man auch noch sehr präzise sein, weil wenn man
eben halt nicht präzise genug ist, dann kriegt man eben halt den Sweet Spot raus. Und der hat eben halt keine Kombo-Möglichkeiten. Ah ja, das ist alles, was man zur Dash-Tag sagen kann. Benutzt es als Roof-Punish oder als Landing-Punish. Ansonsten benutzt die Dash-Tag nicht, weil sie sehr risky ist. Gut, kommen wir jetzt zum Jab von Lukas. Der Jab von Lukas ist ein 3-Hit-Kombo und ist eigentlich nur ein Get-Off-Move. Ich finde den Jab von Lukas nicht gut, da der Down-Tilt in der Regel immer besser ist. Ne, guck mal. Der Down-Tilt ist viel schneller, hat viel weniger Lag und hat viel mehr Kombo-Möglichkeiten. Ne? Ich kann Down-Tilt, Down-Tilt in Up-Tilt machen, Down-Tilt, 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 F-Tilt. Das ist viel besser. Wir kommen gleich zwar noch zum Down-Tilt, aber um euch das schon mal vorzustellen, ne? Man kann den Down-Tilt auch in Jab beenden. Das kann man halt machen, wenn man den Gegner unbedingt weit wegschleudern will. Aber dann kann man doch auch F-Tilt machen. Genau der gleiche Reward. Zumal der F-Tilt mehr Prozent macht, Leute. Wenn ihr den F-Tilt aber nicht stehlen wollt bei Low Prozent, dann könnt ihr den Jab machen. Ansonsten benutzt den Jab einfach nicht. Weil, ganz ehrlich, Jab hat eine schlechtere Range als der Down-Tilt. Beim Down-Tilt duckt sich Lukas noch. Ist somit etwas schwieriger zu treffen. Es ist der bessere Jab. Deswegen, in den meisten Fällen lieber zum Down-Tilt zurückzugreifen, ist eben halt die sinnvollere Option. Aber wie gesagt, man kann die Down-Tilt-Chains auch mit dem Jab hin. Ja, ansonsten, wie gesagt, benutzt den Jab nicht, weil er eigentlich keinen Sinn macht. Ja, jetzt haben wir so viel über den Down-Tilt gesprochen, jetzt zeige ich euch den mal. Down-Tilt-Up-Tilt ist eine Kombo, dann kann man eben mal für Up-Erst danach gehen. Down-Tilt, 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 F-Tilt ist eine Kombo. Das macht man eigentlich in den meisten Fällen. Und dann natürlich noch das Ganze mit den Jab. Das habe ich euch ja auch schon jetzt gezeigt. Das sind so die Möglichkeiten, die man danach hat. Wirklich super schneller Move und echt fantastischer Finisher. Ne, wenn ihr Down-Tilt getroffen habt, dann könnt ihr eben halt den Gegner immer mit einem F-Tilt wegschleuern. Und bringt den Gegner auch sehr weit wieder weg von euch. Ich sag ja, Lukas, der distanziert sich eher von den Gegnern, als er reingeht. Das ist halt der größte Unterschied zu Ness, wie ich finde. Und ist auch ein bisschen komplizierter und technischer als Ness. Aber ja, das sind so die Follow-Up-Möglichkeiten, die man nach dem Down-Tilt hat. Wirklich, ist eine super schnelle Option, ne? Wenn ihr Schild droppt, könnt ihr halt aus dem Schild Down-Tilt machen. Ihr könnt es aus dem Dash machen. Und dann eben halt eure Follow-Up-Möglichkeiten. Und das ist doch wirklich eine gute Sache. Ihr müsst nur aufpassen, dass ihr auch oft genug Down-Tilt benutzt. Weil wenn ihr zum Beispiel nur einen Down-Tilt macht und der Gegner zu nah dran ist, dann geht das mit dem F-Tilt nicht. Also macht es ruhig öfters mal und dann kriegt ihr auch den Sweet Spot. Ja, dann kommen wir jetzt zum F-Tilt. Der F-Tilt hat auch zwei Hitboxen. Nicht einmal den Sour Spot und einmal den Sweet Spot. Der Sweet Spot schleudert den Gegner extrem weit weg und der Sour Spot eben nicht. Beim Sour Spot bleibt der Gegner noch nah bei euch. Dann kann man zum Beispiel einen Schlangen machen, um sich wieder zu distanzieren. Oder PK Fire. Oder aber auch Retreat Fair, weil dann kriegt man auch den Sweet Spot raus. Also, wenn man jetzt mal wirklich aus Versehen den Sour Spot vom F-Tilt bekommt, weil man misspaced hat oder weil der Gegner sich anders verhalten hat, als man erwartet hat, dann braucht man nicht rumheulen, weil man hat eben halt einige Möglichkeiten. Ich kann eben halt für Retreat Fair gehen und kriegt dann den Sweet Spot oder Schlange oder eben halt PK Fire. Ist ganz nett. Definitiv, aber hauptsächlich will man den Sweet Spot haben, denn der killt bei 130 ungefähr eine Edge. Zumindest bei Captain Falcon, oder vielleicht schon mal 120 hier. Ne, 130, also beim nächsten Mal ist er wirklich weg. Ja, seht ihr, ich kenne mich aus mit Lukas. Wie kann man denn jetzt den F-Tilt in die Kombos integrieren? Da gibt es einige Kombos mit. Einmal habe ich euch das ja schon gezeigt, nach diversen Down-Tilts. Dann gibt es noch Landing Sweet Spot Fair into Sweet Spot Fair into F-Tilt. Das geht. Und dann kann man das auch noch mit der Schlange machen. Sweet Spot Fair, Schlange und dann eben halt Down-Tilt und dann F-Tilt. Ja. Das sind so die Combo-Finisher mit einem F-Tilt, die ich kenne. Vielleicht gibt es da noch mehr, aber ja, das sind so basically die Follow-Up-Möglichkeiten, die ich eben halt kenne. Ja, kommen wir nun zu Up-Tilt. Der Up-Tilt hat eine gute Range da oben, ist somit ein sehr guter Anti-Air-Move und auch ein guter Kombo-Starter, wie ihr hier sehen könnt.
Nach diversen Up-Tilt-Strings, die eben halt in sich selbst kommen wollen, kann man für Up-Airs gehen. Oder man hat auch noch andere Möglichkeiten. Ne? Ich kann jetzt hier zum Beispiel einen Neutral Air machen. Wenn der Gegner vor mir ist, dann kann ich eine Fair als Follow-Up machen von Neutral Air. Wenn der Gegner hinter mir ist, nach einem Neutral Air, dann kann ich eben halt für eine Back Air gehen. Das kann dann kommen. Ansonsten kann man auch nach drei Up-Tilts eben halt für eine Back Air gehen. Dann hat man den Spike und kann dann daraus wieder kommen. Ist ganz nett. Und ja, Up-Tilt-Schlange kann man machen. Moment. Kann dann eben halt für einen Dash-Tag oder für einen Re-Grab gehen. Meistens ist Re-Grab das Bessere. Das sieht dann so aus. Aber wie kriegt man denn jetzt den Up-Tilt? Wenn der Gegner versucht zu landen, dann kann man natürlich das als Anti-Air-Move nehmen. Aber es gibt auch diverse Kombos, wo der Up-Tilt eben halt mit involviert ist. Zum Beispiel haben wir hier Weak Fan Up-Tilt, Down Air Up-Tilt oder auch Back Air Up-Tilt. So ziemlich jeder Aerial, auch Neutral Air geht in Up-Tilt, wenn man es fast folgt. So ziemlich jeder Aerial kombot eben halt tatsächlich in den Up-Tilt. Und das ist eben halt das Schöne bei Lukas. Selbst die Schlange kommt in den Up-Tilt, ne? Das ist ja das Witzige. Das war sick. Und ja, das ist eben halt gut, um den Gegner zu juggeln, um Prozente aufzubauen. Wie gesagt, sollte man nicht verachten, aber nicht einfach so im Neutral halt Up-Tilt, man. Sehe ich nur in den Kombos integriert und wenn der Gegner versucht zu landen, um den eben halt hochzuhalten. Das ist dann eine nette Sache. Gut, das waren die Tilts von Lukas. Ja, kommen wir jetzt zu den Aerials von Lukas. Neutral Air. Neutral Air kommt bei Low Prozent in sich selbst, wie ihr hier sehen könnt. Aber nicht mehr so schön wie in Smash 4. Dann kann die Neutral Air Fast fallen. Dann kann man das in Down Tilt kommen und das kommt dann natürlich wieder in F-Tilt. Kann die Fast von Neutral Air in Jab kommen. Wenn ich fast von Neutral Air in Up-Tilt komme, habe ich euch ja eben auch schon gezeigt. Das ist eine ganz nette Sache. Aber ja, diese Neutral Air, wenn der Gegner vor einem ist, dann kann man eben als das Ganze in eine Fair kommen. Bei Mid-High-Prozenten kann man auch für eine Up-Air gehen. Wenn ich das jetzt hier richtig mache. Ja, seht ihr? Das ist auch eine ganz nette Sache. Und natürlich, wenn der Gegner hinter einen ist und man hat ihn näher getroffen, dann kann man für eine Back-Air gehen. Ja, kann man sowas machen. Man hat sogar Lock integriert. Perfekt. Ja, also das sind so die Follow-Up-Möglichkeiten, die man hat. Man kann es Out of Shield benutzen als schnelle Option, als Combo-Starter. Wenn ich jetzt hier Out of Shield näher mache. Aber bei hohen Prozenten ist dann nicht mehr so toll. Kann man höchstens für eine Up-Air noch gehen, aber es ist halt auch die Eibar. Nur ein mögliches Follow-up dann. Es geht eher so im Mid-Prozent-Bereich, dass man da Follow-ups hat. Bei hohen Prozenten bringt das nicht mehr so viel. Wie gesagt, zum Prozent aufbauen, zum Kombon und auch als Out-of-Shield-Option. Kommen wir nun zur Down Air. Auch die Down Air ist eine gute Out-of-Shield-Option. Kann man Out-of-Shield machen. Kann den Gegner stunnen, kann den Gegner Ground spiken, wenn der Strong Hit letzten Endes trifft. Muss man mit dem Gegner mit die ein. Dann kann man sowas machen, wenn der Gegner an Ledge ist. Und dann kann den quasi damit wegschieben, offstage springen und dann trifft eben halt der Strong Hit und dann wird er gespiked. Und ja, wenn der Ground gespiked wird, kommt das in Up-Tilt und dann habt ihr eben halt wieder eure Combo-Starter. Ist halt ganz nett. Kann er den Gegner mit locken und kann dann Upsmash aufladen. Wenn man die Weak Hits trifft und der Gegner einen Tag gemisst hat. Ja, ansonsten ist es ganz nett, wenn man in Luft ist. Ein Aerial Approach von Gegner erwartet. Gegner unter einen ist. Dann will man vor allen Dingen mit dem letzten Hit treffen. Weil der stärkste ist. Die größte Hitbox hat und den Gegner eben halt auch noch spiken kann. Ich vergleiche diese Down Air immer gern mit der von Snake.
Weil beide sind sehr gut out of shields. Und ja, sind eben halt Multi-Hits. Und funktionieren ähnlich. Von daher, ja, das ist so das, was man mit Downer machen kann. Also die bevorzuge ich sogar out of shield. Finde ich besser als die Neutral Air. Weil die eigentlich immer in Absilz dann kommen wird. Und gerade hier, wie ich es eben auch schon gezeigt habe, ist das halt natürlich geil, ne? Hätte der jetzt höhere Prozente gehabt, wäre er gestorben. Wenn die Prozente jetzt nochmal ein bisschen aufdrehen. Kann ich euch das zeigen? Seht ihr? Kann den Gegner damit wirklich offstage drängen und dann kommt eben halt der Spike raus. Das ist das Schöne daran. Gut. Das ist eigentlich auch alles, was man zu der Downer sagen kann. Kommen wir nun zu der Fair. Ja, die Fair ist interessant von Lukas. Ihr seht ja, da kommt ein Psi-Angriff wieder raus. Wenn man damit trifft, da hat man eben halt wie bei Dashtag den Sweet Spot. Und den Sour Spot hat man, wenn man sehr nah dran ist. Der Sour Spot kommt eben halt in diverse Sachen wie Abzilt oder PK Fire bei höheren Prozenten. Wenn wir jetzt hier mal auf 70 gehen. Und ich treffe jetzt hier den Sour Spot. Seht ihr, kann das gut in PK Fire kommen. Des Weiteren gibt es eine Miss-Tech-Situation. Wenn der Gegner einen Tech nicht kriegt, dann kann man eben halt hier einen Jetblock kriegen. Ist auch super geil. Oder man macht einen Down-Air-Lock. Wie gesagt, das habe ich euch ja auch eben gezeigt. Man hat wirklich einige Möglichkeiten mit Lukas. Der ist auch echt schwer zu spielen. Der ist nicht einfach. Ihr seht schon, was für technische Sachen da teilweise vorausgesetzt werden, um den zu meistern. Tja, das ist halt Lukas. Ist halt nicht so simpel wie Ness, deswegen verstehe ich diesen Vergleich nicht. Und der Re-Kit, der kommt jetzt eher so in Tilts, kann man so sagen. Ne? Ein Up-Tilt oder ein Down-Tilt. Und der Strong-Hit, der kommt quasi in sich selbst. Seht ihr? Strong-Hit fair into Strong-Hit fair. Können natürlich auch den Strong-Hit in der Schlange kommen bei, ja, bei diesen Prozenten ungefähr. Das geht auch. Ja, eben halt nur so ab Low-Mid-Prozenten. Gut, das wären so die Fair-Follow-Up-Möglichkeiten, niemals. Ja, das sind die wichtigsten Follow-Ups mit der Fair. Ja, kommen wir nun zur Up-Air von Lukas. Die Up-Air ist auch ein guter Combo-Starter, wie ihr sehen könnt. Man kann auch Up-Air in eine Back-Air-Kombo. Oder Up-Air in eine Down-Air. Und dann in Up-Tilt. Oder auch Up-Air in der Nähe. Up-Air into everything, basically. Up-Air ist echt gut. Da die Up-Air aber nicht killen kann, wie bei Ness, hat man eben halt dann noch schöne Möglichkeiten zu kombon, wie ihr gesehen habt. Ja, das geht nämlich. Weil das Knockback sich nicht großartig verändert, behält man eben halt diverse Kombos noch. Und das ist eben halt das Coole daran. Auch hier kann ich das noch eine Fair follow-upen teilweise. Jetzt hier wieder Prozent ein bisschen runterschrauben, so 69. Kann ich das auch immer noch problemlos eigentlich in der Fair kommen und muss dann halt Full-Off sein, aber seht ihr? Und das ist eben halt der Vorteil bei Lukas seiner Up-Air, dass das Knockback sich nicht großartig verändert. Und ja, auch das ist ein Kill-Confirm. Zusammenfassend kann man sagen, die Up-Air ist nicht nur ein Combo-Starter und Combo-Move, sondern gibt einen auch Möglichkeiten für gewisse Kill-Confirms. Und wenn das nicht nice ist, dann weiß ich es nicht. Gut, kommen wir jetzt zur Back-Air. Back-Air habe ich euch ja schon des Öfteren mal gezeigt. Ist eben halt ein Multi-Hit-Move und der letzte Hit, der spiked. Da kann man Gegner richtig gut mit wegschießen offstage. Wenn ihr einen Ground-Spike bei Mid-Prozenten trefft, dann könnt ihr das in Up-Air-Kombo. In Up-Tilt. Und das Kombo wieder in der Up-Air. Oder aber auch in Smash-Attacken. Wenn ihr einen Spike bekommt. Ist nicht ganz einfach zu treffen, braucht ein bisschen Übung. Und es kann sogar in den mächtigen Upsmash kommen. Ja. Das ist basically die Back-Air. An Ledge kann man es gut benutzen. Ja, da haben wir jetzt den vorletzten Hit. Der kommt manchmal true in den spikenden Hit.
Ja, Lukas ist kompliziert as fuck, Leute. Ne, wenn ihr den vorletzten Hit trefft, kann das in den Spike Hit kommen. Und das kann dann an der Edge natürlich zum Spike führen. Und hier ist es eben halt auch gut zu verwenden. Weil wenn ich jetzt hier tatsächlich Back Air mache. Und der Gegner will jetzt hier die Ledge greifen. Und in dem Moment ist dann eben halt der Spike Hit draußen. Dann wird er eben halt gespiked. Das ist super gut hier an Ledge zu verwenden. Man kann natürlich auch Down Smash nehmen. Da hat man mehrere Möglichkeiten. Dazu komme ich ja noch später zu sprechen. Aber ja, Back Air ist richtig gut. Super, super gut. Das kann ich schon mal festhalten. Und ja, alle Aerials, by the way, lassen sich nach den Down Throw kommen. Auch so Down Air. Down Throw Fair. Down Throw Up Air. Und auch Down Throw Back Air, wenn ich es richtig machen würde. Und das ist eben halt das Schöne. Und Neutral Air geht übrigens auch. Das geht aber hauptsächlich nur bei Low-Prozent, weil Lukas muss ja seine Flow-Kombos verlieren, ne? Das mag ich bei den neuen Lukas nicht so, dass er nicht mal diese krassen Flow-Kombos hat wie damals. Aber naja. Also Back Air könnt ihr tatsächlich zum Spacen nutzen oder als Mix-Up nach einer Abzilt. Und die Back Air, die kann man auch wunderbar offstage benutzen, da kann man echt Gegner gut mit spiken. Geht ruhig raus, geht ruhig offstage. Traut euch was, seht ihr? Ich bin in der Blastzone gewesen und komme da hoch. Wir haben hier die Schlange, Tether Recovery. Wir haben eine Abi, die viel weiter geht als die von Ness. Und selbst wenn man die Wand berührt, kann man das eben halt normal machen. Nur bei Omega ist es halt blöd, weil man zu nah an der Stage eben halt dran ist. Aber ja, hier habe ich es nochmal perfekt demonstriert. Geht ruhig offstage, traut euch was. Zu der Abi kommen wir ja noch, aber wie gesagt, das ist fantastisch offstage zu benutzen. Könnt ihr natürlich auch mit Down Air versuchen, den Gegner zu PR. Back Air ist in der Regel viel besser, als viel schneller ist. Das Spike extrem schnell rauskommt. Habt ihr das wieder gesehen? Das war wieder der vorletzte Hit in den Spike. Richtig geil. Aber gut, das waren die Aerials von Lukas. Na gut, wir haben noch die Schlange. Die sehr. Die Schlange kann man tatsächlich in Grab kommen. Ne? Landing sehr in Grab. In die Richtung des Gegners geht. Ist auf jeden Fall eine Kombo. Man kann das in Running Abzilt kombon. Das ist halt eine Möglichkeit. Und ja, ich habe euch ja schon des Öfteren jetzt ein paar Schlangenkombos gezeigt. Sowas haben wir halt. Hat man durchaus mehrere Möglichkeiten. Das kann man auch zum Spacen benutzen, zum Outrangen von Gegnern. Schlange ist halt jetzt nicht der längste Tether Grab. Im Gegenteil. Aber man kann das trotzdem ruhig benutzen. Weil in den meisten Fällen die Fair besser ist, weil die auch stärker ist. Wenn sie dann trifft, seht ihr ja. 180%, er ist schon tot an Edge. Aber ja, das ist basically die Schlange. Landing-Schlange finde ich sehr geil, in Grab zu kommen halt. Aber gut, Leute. Kommen wir nun zu den Smash-Angriffen von Lukas. Jetzt erstmal. Oh, der schlechte Up-Smash. Einer der schlechtesten Smash-Angriffe im gesamten Game. Natürlich disjoint as fuck. Mega gute Range da oben. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel wisst, jo, der Gegner kann nicht gut landen, das Donkey Kong zum Beispiel hat keinen Jump mehr, hat keinen Air Dodge mehr, könnt ihr ihn natürlich abfangen mit einem Upsmash und kriegt dann super Early Kill, weil er extrem, und damit betone ich nochmal, extrem stark ist. 60% und Captain Falcon stirbt schon fast, 80% und ihr könnt gar nicht mehr so schnell gucken, so schnell ist er halt schon weg. Das war mal wieder ein Schuss in den Ofen, würde ich mal sagen. Man kann es benutzen, wenn er hier einen Hard Read hat. Der Kopf von Lukas zu ja disjointed, wie ihr seht. Man irgendwie einen Jump erwartet vom Gegner. Wenn man ganz genau weiß, yo, der springt jetzt von Ledge. Kann man das hier benutzen, aber sehr, sehr risky. Da müsst ihr euch wirklich sicher sein. Ansonsten nur als Anti-Air benutzen oder gar nicht benutzen. Oder halt, was ich gezeigt habe, ein Gegner hier von gespiked wird, dann kann man auch für den Upswash gehen. Aber ja, benutze nicht im Neutral. Sehr, sehr risky. Sehr punishbar, sehr, sehr laggy, sowohl viel Startup als auch viel Ending-Lag. Und ja, deswegen kein guter Move, der Upsmash von Lukas. Ein schlechtes Smash-Angriff im gesamten Game, meiner Meinung nach. Ihr werdet ihn niemals gegen einen guten Spieler treffen. Kommen wir nun zum F-Smash. Der F-Smash hingegen ist geil. Der ist auch wieder ein bisschen awkward, weil hier macht er 16,9% Schaden. Wenn ich jetzt hier mit Tipper treffe, dann macht er 18% Schaden. Also wie bei Ness hat auch der S-Smash, der Stock von Lukas, einen Tipper.
im Gegensatz zu NES Baseball Schläger finde ich diesen F-Smash viel besser, weil er viel schneller ist. Kann sogar als Mix-Up hier Down-Tilt, F-Tilt, F-Smash machen, anstatt F-Tilt. Ist halt noch stärker, ist nicht true, aber ist ein nettes Mix-Up. Gegner, der nicht drauf gefasst ist, trifft das sogar. Schon öfter mal getroffen. Sehr nett. Kann super early killen, gerade an der Edge kann man für so ein Mix-Up mal gehen. Und der F-Smash kann natürlich auch Projektile reflektieren. Das werde ich euch jetzt mal hier anhand des Bohrers demonstrieren. Nimm den mal. Seht ihr? Genau wie Ness auch. So geht das eben halt bei Lukas eben halt auch mit dem Stock. Wunderschön. Also es ist ein Reflektor. Ist auch mehr viable als bei Ness, weil er eben halt schneller ist. Killt verdammt früh der F-Smash. Nicht so früh wie bei Ness. Ah, früh genug. Dafür ist er auch schneller. Und ja, seht ihr? Bereits jetzt wird er wahrscheinlich schon sterben. Na, nicht ganz. Also bei Ness hätte er jetzt gekillt, bei Lukas eben halt nicht. Ah, kommt schon, Leute. Es ist früh genug, Captain Falcon bei 90 zu killen mit einem F-Smash. Ist schon eine nette Sache. Und ja. Man kann es als schnelle Option nehmen und schnell einen Punish braucht, weil der ist halt wirklich schnell. Und ansonsten eben mal zum Reflektieren von Projektilen. Kommen wir nun zum Down-Smash. Der ist sehr interessant, weil er eben halt nur in eine Richtung geht. Die meisten Down-Smashes kann man beide Seiten, nämlich hinter den Charakter und vor den Charakter. Bei Lukas ist es nicht so. Dieser Down-Smash hingegen ist sehr gut, um die Ledge zu covern. Wenn er jetzt versucht, die zu greifen, dann kann er manchmal getwo-framed werden davon. Ja, das ist super gut. Hier ein Ledge zu verwenden, extrem geil. Na gut, ist bei Ness ja auch der Fall gewesen. Im Jojo. Oh, extrem gut an Edge. Trotzdem, das hier kann sich auch sehen lassen von Lukas. Seht ihr? Er hat versucht, die Ledge zu greifen, wurde aber davon unterbrochen. Also hier an der Edge, super gut. Ansonsten würde ich den Move nicht verwenden. Aber hier ist es eben halt unfassbar krass. Gut, das waren die Smash-Angriffe von Lukas. Kommen wir nun zu den Specials. Erstmal PK Freeze. Oh mein Gott, PK Freeze ist busted in dem Spiel, Leute. Busted. Treffe ich hier jemanden mit PK Freeze, passiert das. Kommt zwar noch hoch, aber wenn die Prozente ein bisschen höher sind, dann war es das. Du kommst hier nämlich nicht mehr so einfach raus. Der wird so widerlich wegkatapultiert, vor allen Dingen jetzt ja auch horizontal. Früher ist man nach oben geflogen. Das hat dann niemals gekillt, aber jetzt horizontal weggeschleudert, richtig gut. PK Freeze kann man benutzen, um, wenn der Gegner weit weg ist, um sich zu covern. Ich kann zum Beispiel jetzt hier retreaten, PK Freeze, und dann, wenn ich einen Grab erwarte, kann ich das so bei mir lassen und kann den dann eben halt unterbinden. Wenn der Gegner offstage ist, kann ich PK Freeze hinterher schicken. Wenn ich den Gegner offstage damit treffe, ist er eh tot. Ich benutze das eben halt auf Midrange, Longrange, wenn ich mich vom Gegner distanziere. Ich kann auch aggressiv eben halt mit dem V-Reverse den Gegner damit approachen und macht sehr viel Shield Damage, nicht so einfach zu shielden. Und das killt super early, wenn das trifft. Richtig geiler Move. Den haben sie richtig gebufft. Ja, der Gegner jetzt hier ganz weit offstage ist. Noch PK Freeze. Zack. Aber Höhenprozenten wäre jetzt wieder weg gewesen. Ist schon wirklich nicht schlecht in dem Spiel, glaubt mir. Ja. Lernt es zu B-Reversen. Kann er auch seine Landings so ein bisschen mit Mix-Uppen. Wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt hier abfangen möchte, dann mache ich PK Freeze, ändere meine Richtung und habe eben halt noch dieses krasse starke Projektil hier draußen. Das ist halt ein nettes Mix-Up. Und ansonsten, wenn der Gegner offstage ist. Aber wirklich, super, super rewarding, wenn ihr es trefft. Und benutzt es auch ruhig, um euch selbst zu covern. Geht mit dem PK Freeze ruhig zu Lukas, weil wenn der Gegner einen Move oder einen Grab macht, dann beschützt euch diese explosive Hitbox. Das ist eh mal das Tolle daran. Aber ja, das ist basically alles, was man zu PK Freeze sagen kann, ist viable in diesem Spiel. Nutzt es ruhig, sehr, sehr mächtig, gerade bei hohen Prozenten gibt es euch eigentlich einen Safe Kill. Gut, kommen wir nun zur Side B. PK Fire ist komplett anders als bei Ness. Bei Ness hält es den Gegner fest, bei Lukas drängt es den Gegner eher weg. Macht gut, Prozente, 12%. Ich glaube, in Smash 4 waren es nur 10. Hier 12%. Und es gibt eine Advanced-Technik mit Lukas. Wenn ich mit dem Rücken zum Gegner schaut, vom Gegner wegrennt und dann sich dann umdreht, dann PK Fire macht,
Dann macht man PK Fire Dash. Wie ihr sehen könnt, ich PK Fire abgeschlossen habe, kriege ich halt noch so einen Boost nach hinten. Und das ist auch sehr gut, wenn man sich wieder vom Gegner distanzieren möchte. Weil ich sehr gerne, ich renne vom Gegner weg. Mach dann PK Fire. Hab mich dann mit dem PK Fire Dash distanziert und kann dann noch einen PK Freeze hinterher kloppen. Wie gesagt, Lukas hat auch so ein bisschen so einen Zoning Keepaway Gameplan in sein Gameplay integriert. Und da ist vor allen Dingen PK Fire für zu verantworten. Weil das PK Fire ist halt kein Combo PK Fire, sondern Keepaway PK Fire. Ist an sich sogar besser als das von Ness. Nur es hat halt kein Combo-Potenzial, ist aber viel schneller. Und schleudert den Gegner auch bei höheren Prozenten offstage und dann kann man eben mal PK Freeze machen und dann war's. Oh man, gimmt mal halt mit weg, er dann. Was haben wir hier ihre Möglichkeiten? Ah ja, ist basically nur Keep Away. Ja, wenn der Gegner springt, PK Fire. Ja, wenn der Gegner die ganze Zeit rumhüpft oder Aerial Spaced, kann man einfach PK Fire reinkloppen und besiegt somit die Moves des Gegners. Man kann das PK Fire nicht nach unten machen, wie bei Nest, wenn man in Luft ist. Das fliegt immer horizontal geradlinig. Im Boden kann man es auch benutzen. Aber ich würde es in Luft benutzen, weil dann hat man eben halt noch diesen Boost nach hinten und sehr schwer zu punishen, wie ihr seht. Das auch kurz vor dem Landen benutzen. Habe ich trotzdem noch den Boost. Nur, um diese AT zu meistern, müsst ihr eben halt immer den Rücken zum Gegner gucken. Dann wegrennen und sofort umdrehen und nochmal Side-B machen. Ah ja. Das ist halt Keepaway. Wie gesagt, Schlange into PK Fire ist ein nettes Follow-up, was man jemals hat. Ja. Finde ich ganz nett. Sollte man auch im Kopf behalten. Das ist so alles, was man zum PK Fire sagen kann. Ist hauptsächlich nur, um Damage aufzubauen, zum Nerven des Gegners, den Gegner in Shield zu zwingen. Weil wenn ihr die ganze Zeit PK Fire macht, dann shield er und dann könnt ihr mit Schlangen rein. Grab bekommen und habt dann eben halt eure Grab-Follow-Ups. Ist halt schon nice. Ach ja, das ist übrigens auch ganz witzig. Bei Low Prozent Backthrow und dann PK Fire. Force den Gegner manchmal zum Double Jump. Wenn er Double Jump genutzt hat, könnt ihr mit PK Freeze abfangen. Und mit anderen Sachen. Ist halt schon nice. Ja, Lukas hat viele Mindgames und Techniken. Er ist halt wirklich nicht anfängerfreundlich, dieser Char. Aber wer den Char spielen will, der hat, denke ich, Spaß damit. Weil ein guter Lukas ist immer nice anzusehen, wie ich finde. Ja, kommen wir jetzt zur Down B. Down B hat sogar eine Hitbox. 9,6 Schaden. War wirklich ein Privileg, was Lukas hatte. Jetzt hat es Ness ja leider auch. Was ich ein bisschen komisch finde, jetzt ist es nicht mehr unique bei Lukas. Aber die Hitbox kommt auch nur, wenn man es wieder loslässt. Und wichtig zu erwähnen ist, dass es eben halt nur vor Lukas ist. Man kann Speed reversen. Aber es ist eben halt nur vor Lukas, das Schild. Und dieses Schild absorbiert kein Bumerang oder so oder Pfeile. Nur Energieprojektile, wie zum Beispiel Samus Charge Beam oder ja, Pikachus Donnershock oder Donner. Das ist halt super gut. Man kann es halt die ganze Zeit B-reversen. Dann auch sein Landing damit mix-upen, wie ihr seht. Und man kann es offstage auch benutzen. Also B-reverse und dann eben mal zack, back air. Und sich dann besser positionieren möchte. Hier, sowas ist zum Beispiel witzig. Ja. Ja, verstehe ich, was ich meine. Und das Ding hat lustigerweise auch Kombos. Wenn man Momente nach vorne hat, seht ihr? Das ist eine Kombo damit. 50% Kombo. Wichtig ist dabei, dass ihr Short-Up macht, Momente nach vorne habt, dann sofort Fair eingibt. Und dann geht ihr für einen Grab und dann macht ihr Down for Fair. True Combo, Leute. Geile Scheiße, ne? Da könnt ihr mir sagen, was ihr wollt. So coole Kombos hat Ness trotzdem nicht aus seiner Down-B. Das ist schon ein bisschen was anderes, wie ich finde. Richtig, richtig nice. Wie gesagt, ihr müsst halt nur Momente nach vorne haben, damit das funktioniert. Ah, richtig amazing. Ich mag das. Und ja, auch hier, wenn ihr irgendwie versucht, Alleged zu gehen, könnt ihr sowas machen. Könnt halt damit hochkommen. Gegner erwartet es nicht immer. Na, angenommen, ich bin hier in Luft. Mache ich einen Reverse. Ziehe den Gegner offstage oder hitte ihn damit. Mit dem komischen Psi-Vortex. Ja, und dann bin ich free wieder hochgekommen.
Ich verstehe, was du meinst. Das ist halt echt cool. Aber ansonsten ist es eh mal ein Absorber. Der Winkel, in dem der Gegner weggeschleudert wird, ist übrigens richtig widerlich. Schön da unten wird er weggeschleudert. Aber ja. Das ist ehemals die Kombo, die man daraus hat. Schlange und dann Grab geht übrigens auch. Muss es nicht mit Fair machen, man kann auch Schlange und dann nochmal Schlange. Ja, das war die Daumbi. Kommen wir jetzt zur Abi. Die Abi von Lukas finde ich schlechter, außer als Recovery. Da ist sie natürlich besser. Kommt weiter. Und ja, ist ein Multi-Hit-Move. Kann man nicht einfach reinspringen und dann verliert er Momentum. Wie bei Ness. Ist ein bisschen besser bei Lukas. Was allerdings schlechter ist, ist das hier. Multi-Hit-Move. Connectet manchmal nicht richtig. Und selbst wenn, dann killt es nicht. Da kommt jetzt zwar hier diese Slow-Motion-Animation, aber es killt nicht. Es killt einfach nicht. Deswegen sind diese Mind-Games, wie bei Ness, nicht so gut mit Lukas. Wenn ihr das wirklich ground machen wollt, dann passt auf, dass ihr es nicht so macht. Weil das haben sie ja in Smash Ultimate geändert. Ist bei Lukas eben halt auch so, wie bei Ness. Dass er dann eben halt sehr viel Lag hat. Und passt bitte auf, dass ihr richtig positioniert seid. Weil diese AB, die kommt viel weiter als von Ness. Bei Ness kann es fast mittig stehen. Aber wenn hier zu weit. Also wenn hier mittig stehst bei Lukas, dann bist du halt offstage und bist tot. Wie ihr sehen könnt. Und dann muss man auch die Distanz scannen. Also ungefähr hier kann man stehen und dann überlebt man es noch, wie ihr seht. Aber ja, wie gesagt, das würde ich nicht benutzen, höchstens als Landing Punish, wenn ihr eh schon die API draußen habt. Aber ganz ehrlich, die API benutzt man weniger mit Lukas. Man haut lieber, wenn der Gegner Offstage ist, nicht wie bei Ness, einen PK Fire rein. Klaut ihn am besten damit einen Jump. Ja. Lieber PK Fire reinhauen. Und dann geht man eh mal für PK Freeze. Weil wenn man das bekommt, hat man eh gewonnen. Beziehungsweise hat man Stock geklaut. Und das ist eben halt der große Unterschied zu Ness auch. Weil Ness benutzt halt viel mehr PK Thunder, weil Lukas nicht. Wenn der Gegner jetzt die Offstage ist und ich würde PK Thunder machen, ist halt ein Multi-Hit-Move, stört den Gegner zwar, aber guck mal, wie viel Endlag der Scheiß hat. Guck mal, wie viel Endlag der Mist hat. Das ist doch bad. Und ja, das kann man auch machen, wie bei Ness. Dass man eben halt, bevor man die Edge greift, eben halt PK Thunder macht und dann quasi das auf den Boden hittet und dann greift er automatisch die Ledge. Das geht ja auch mit Lukas. Ist halt gut, wenn der Gegner hier campt. Dann müsst ihr halt rechtzeitig dann zu Boden hauen, weil wenn ihr das nicht macht, dann fällt Lukas eben halt in den Abgrund, wie ihr eben gesehen habt. Ich zeig's gerne nochmal, dann sieht das so aus. Also immer kurz, bevor ihr vor der Kante seid, das Projektil eben halt zerstören, indem ihr einfach eine Wand berührt. Ja, wie gesagt, es hat super viel Endlag. Guck mal, ich jabbe so schnell, wie ich kann. Erst jetzt kommt der Jab. Deswegen ist es nicht so viable. Es kann nicht so gut einen Gegner hochschleudern, weil bei Ness schleudert es ja auch in Ness seine Richtung und kann dafür Up-Air gehen oder für ein Back-Air gehen. Es kommt halt in Aerials, das PK Thunder von Ness, bei Lukas nicht. Es hat keinen Combo-Potenzial, es nervt halt nur. Kannst halt Offstage benutzen, aber es ist nicht ansatzweise so gut wie bei Ness. Und das ist eben halt die Kacke dabei. Ich kann ihn zwar nerven, ich kann den Gegner aber nicht Stage spiken und ich kann daraus nicht comboen. Deswegen würde ich immer entweder mit Lukas Offstage gehen, versuchen den Gegner zu gimpen. Oder ihr Ledge trapped mit dem Down Smash. Und wenn der Gegner horizontal recovert, dann geht ihr eben halt für PK Fire. Und macht dann PK Freeze. Die Möglichkeit hat man aber. PK Thunder würde ich nicht benutzen. Und ja, PK Thunder als Recovery. Einfach Lukas selbst treffen. Je nachdem, welchen Winkel man haben möchte. Ist halt ein steiler Winkel. Kann auch nützlich sein. Dann kann man halt sowas machen. Man kann auch Beefy AP machen damit. Ja, sieht dann so aus. Man kann die Ledge Sweet Spot, wenn man es richtig anstellt. Muss man halt trainieren. Kann auch so eine ganz komische Recovery machen und dann die Ledge greifen. Ist halt alles ein bisschen Übung. Man kann, wenn man die Wand berührt, dann nochmal im richtigen Moment in 5 Frames nochmal AP drücken. Und dann kann man ja, sich erneut recoveren, wenn man es verkackt hat. Man hat wirklich einige Möglichkeiten. Die Recovery ist insane.
sollte selbst von hier hochkommen. Seht ihr, von der ganz hinten. Von hier in der Blastzone. Okay, von da dann doch nicht mehr. Er hat es ja gesehen. Von hier komme ich tatsächlich wieder hoch. Und locker sogar. Und ihr habt als Recovery auch noch eh mal die Schlange. Da einfach zweimal Grab drücken, weil ansonsten könnt ihr ja da rausgehauen werden. Die Schlange hat nicht die beste Range. Aber sie ist in Ordnung. Okay, das wäre eigentlich alles, was ich zu der B sagen kann. Halt ein Multi-Hit-Move. Man kann das auch nicht zerschlagen, wie bei Ness. Aber man kann es absorbieren mit den Eimer von Game & Watch oder Rosalina Down B. Das ist halt immer noch ein Problem. Das hat Lukas auch, aber Lukas hat dafür ja die Schlange. Er muss ja nicht so recovern. Er hat mehrere Optionen. Das ist das Geile bei ihm. Gut, das waren die Specials. Kommen wir jetzt zu den Grab-Kombos. Wie gesagt, da gibt es nicht viel. Down Throw Fair. Down Throw Neutral Air. Down Throw Up Air. Und nochmal Up Air. Und Up Air Juggles starten. Und auch Down Throw Back Air. Jetzt müsst ihr euch natürlich umdrehen. Moment. Reverse Aerial Rush müsst ihr machen. Habt ihr solche Follow-ups aus. Das ist aber auch schon alles, was er hat. Der hat halt sonst nichts an Follow-ups daraus. Traurig, aber warm hat ihn alles genommen. Und das sieht jetzt aus wie ein Buddy, ne? Der Gegner gebuddied wird, aber es ist einfach nur die Animation. Das ist kein typischer Buddy. Zum Beispiel bei Inkling oder bei Donkey Kong Side B. Das ist kein typischer Buddy. Ne, K-Rules Downthrow oder Rob's Downthrow, die buddien ja wirklich, aber hier nicht. Das ist einfach nur die Animation. Nur damit ihr Bescheid wisst, ne? Forward Throw, Positioning. Kann als Mix-Up dann Forward Throw und dann PK Fireman. Kann manchmal funktionieren. Oder Dash-Tag. Forward Throw, Dash-Tag. Moment. Das Problem ist, die Down-Throw-Follow-Ups sind halt besser. Forward Throw, Back Throw und Up-Throw, die sind eigentlich alles Kill-Throws, lustigerweise. Wenn jetzt hier mal auf 130 gehen. Und Positioning natürlich, alle drei. Auf 130 gehen, dann stell mal fest, dass es Captain Falcon, ein Heavyweight, fast gekillt hat. Bei 140 Kills. Egal welchen Throw wir hier nehmen. Ob Sword Throw, Back Throw ist, spielt keine Rolle. Die sind alle strong. Das ist immer das Geile. Ness hat halt eben halt nur diesen starken Backthrow. Bei Lukas ist scheiße, ja. Ob du Forward-Throw, Backthrows, ist alles extrem stark. Auch der Upthrow kann killen. Natürlich wieder etwas später. Aber der killt eigentlich auch ziemlich gut. Er ist halt Captain Falcon. Er ist auch fast voll, deswegen dauert es ein bisschen länger. Aber die meisten Charaktere sterben bei 150%. Dann unabhängig, wo ihr steht bei Stage, könnt ihr einen Upthrow machen und das war's. Ansonsten, bei Low Prozent kann man noch Upthrow machen, um den Gegner auf Battlefield-Plattform zu locken. Wenn er gelockt ist, wenn ich einen Tag gemisst habe, könnt ihr eben halt einen Down-Air-Lock bekommen und könnt es dann eben halt in Up-Smash beenden oder in F-Smash. Typischer Jab-Lock-Scheiß. Ist ganz nett. Hat man diverse Möglichkeiten, oder ihr könnt das halt in Back-Air-Spike beenden und könnt dann daraus kombonieren. Ich kann euch das jetzt hier nicht zeigen, weil hier keine Plattformen sind, aber die, die ein größeres Spielverständnis haben, die können sich das sicherlich vorstellen. Und ja, das war basically mein Lukas-Tutorial. Weil, wie gesagt, Throw-Combos hat er nicht so wirklich. Kommen wir nochmal zum Neutral-Game abschließend. Tripping, wie im Brawl. Na, Schlange, was sagst du dazu? Ja, Neutral-Game von Lukas ist eben halt sehr Spacing und, ja, wie soll ich sagen, Keep-Away orientiert. Fair Spacing ist eine gute Sache mit Lukas. Retreat, PK, Fire ist eine gute Sache mit Lukas. Und auf Long oder Long Mid-Range kann man eben halt auch die PK Freeze machen. Das PK Freeze als Landing-Mix abnehmen, kann sich selber damit covern. Das sind halt nette Sachen im Neutral. Ansonsten Back-Air, einer der wichtigsten Moves im Neutral. Down-Tilt, einer der wichtigsten Moves im Neutral. Fair sowieso. Und ja, PK Fire. PK Fire, Fair, Back Air und Down Tilt sind eure wichtigsten Moves im Neutral.
PK Freeze, je nachdem, sollte man schon nutzen, aber eben halt nur in der richtigen Situation. Und Cross-Up, näher ist eben halt gut. Habe ich noch gar nicht gesagt, ist auch gut zum Cross-Up. Hinter Schild kommt, kann man für einen Grab gehen. Wenn es getroffen hat, kann man für einen Back-Air gehen, hat dann eventuell einen Lock. Dann diverse Fallout-Möglichkeiten. Ist schon nett, aber setzt halt ziemlich viel Spielverständnis aus. Weil Lukas ist bei weitem nicht easy zu spielen. Und ob ihr es glaubt oder nicht, ich habe 5 Stunden gebraucht, um das hier alles zu lernen. Weil der Char echt hart ist. Aber ich hoffe, euch hat dieses Tutorial gefallen. Falls ja, könnt ihr mich unter das Video mit einem Daumen nach oben unterstützen. Falls nicht, könnt ihr das Video gerne favorisieren. Ansonsten sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann und ciao.